Eine Handvoll arbeitsloser Männer braucht dringend Geld. Und sie kommen auf die aberwitzige Idee, auszuziehen, um das Ausziehen zu lernen. Das so ungefähr ist die Kurzzusammenfassung von dem Musical The Full Monty, ganz oder gar nicht, das gestern Abend im Theater Fröttmanning angelaufen ist. Und der dazugehörige Film, also auf dem das Ganze aufbaut, war vor über 10 Jahren ein echter Kassenschlager. Vielleicht wegen der eher ulkigen Striptease-Szenen. Auch Christian Weiß hat sich mal um nackte Tatsachen gekümmert und für euch die Geschichte des Striptease genauer unter die Lupe genommen. Ausgezogen haben sich Menschen schon, seit sie das erste Mal etwas zum Anziehen hatten. Wann genau man angefangen hat, es auf eine möglichst verführerische Art zu tun, lässt sich nur schwer zurückverfolgen. Thomas Hoffmann stand mit den Chippendales auf der Bühne und betreibt in München die Strip Academy. Er ist sich sicher, dass es selbst bei den alten Römern oder bei den alten Griechen schon Striptease gab. Weil letztendlich, wenn sich eine Frau auszieht auf dem Weg zum Bett, wenn da der Mann auf sie wartet, und sie entblößt sich der Kleidung, ja, dann war das letztendlich schon der erste Striptease. Der erste halbwegs professionelle Striptease fand Ende des 19. Jahrhunderts in einem Varieté-Theater im Herzen von Paris statt. Die Tänzerin erhielt für ihren schlüpfrigen Auftritt übrigens eine Geldstrafe. Abgrenzen muss man den klassischen Striptease vom modernen Gogo-Tanzen und vom eher komödiantischen Burlesque, das in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg seinen Höhepunkt hatte. In Deutschland wurde der Schönheitstanz, wie er in den 50ern genannt wurde, nach dem Krieg zu einer Attraktion in den Nachtclubs. Auf die ganz großen Bühnen der BRD schaffte es der Striptease aber erst sehr viel später. Die Burlesque erlebt mit Tänzerinnen wie Dieter von Thies momentan ein echtes Revival. In den Clubs geht der Trend zum Pole Dancing, dem Tanzen an der Stange. Der klassische Striptease dagegen wandert von der Bühne langsam in die Wohnzimmer. Ex-Chippendale Thomas Hoffmann bietet selbst Stripkurse an. Seine Kundschaft ist weit gefächert. Von Hausfrauen über Studentinnen bis hin zu Geschäftsleuten. Es ist auch wirklich gerade trendig, sowas zu lernen durch die ganzen Castingshows. Jeder möchte an sich arbeiten, jeder möchte was Tolles können, jeder möchte Erfolg haben, jeder möchte gut aussehen. Und warum dann auch nicht ein Striptease mal was ganz was anderes lernen? In gewisser Weise kehrt der Striptease damit nicht nur in die Wohnzimmer, sondern auch zu seinen Wurzeln zurück. Nämlich zum ästhetischen Ausziehen für den Partner. Und wer von euch jetzt selber lernen möchte, wie das mit dem Striptease funktioniert, der findet alle Infos dazu auf www.stripacademy.de.